Hallo zu unserem Trip auf dem Katamaran. Da gehen wir jetzt hin an den Strand und werden dort dinieren heute Abend bei Sonnenuntergang. Ich bin ganz gespannt. Ich wollte ja sowieso noch mal ein bisschen hier das Resort zeigen. Da müssen wir lang. Da lang? Da lang. Wir müssen ja zur Brücke. Genau. Wir sollten den Brückenweg filmen, der ist richtig cool. Weil er so wackelig ist? Ja, genau. Weil wir dann runterfallen? Ja. Und sich dann alle lustig machen können? Ja. Und Papi muss noch runter. Wir haben jetzt übrigens 16.30 Uhr ungefähr. Die Sonne steht schon tief. Aber es ist trotzdem noch richtig schön warm. Kokosnüsse wachsen. Kokosnüsse wachsen hier auf den Bäumen natürlich. Oh. Der Sand ist hier so heiß. Und da steht ja schon unser Katamaran. Das ist schrecklich. Wow. Okay, ich hoffe, mir wird nicht übel auf See. Oh mein Gott. Ganz viel über die Brücke gesehen. So, kommt ihr? So. Ja, ich werde doch da weggespült. Das ist doch voll hubbelig da jetzt. Helf ich dir mal. Oh mein Gott. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Ich schaff Guck das mal. Nicht. Ich schaff das Sonne nicht. Steht schon. Wir schaffen es doch nicht hier über die Brücke. Okay, komm. Ich eins, zwei, drei, vier. Hey Papa, du sollst mich auch festhalten. Ja, ich halte dich auch fest. Ne? An mir festhalten. Jetzt los. Ja. Oh Gott. Ah! Hier vorne. Papi! Ja. Halt dich ruhig an meinem Sonnenbrand fest. Das ist kein Problem. Ja, Papi, das ist hier. Ich bin nicht an meinem Shirt. Halt dich doch an meinem Arm fest. Okay, dein Arm. Oh, was ist mit unseren anderen Kindern? Ja, die hole ich gleich ab. Okay, Papi holt alle ab. Clara! Wir schaffen das. Guck mal, es ist gar nicht so wackelig. Vorne ist okay. Oh, ja. Das ist nicht so schnell, warum machst du jetzt plötzlich so Ich muss die anderen Kinder auch noch holen. Wir überleben es nicht. Das ist bitte. Oh, guck mal, du redest ganz gut. Die stellen sich nicht so an. Und mir ist jetzt schon komisch, Justus. Ich bin sehr krank. Der Kameran ist aber frei. Das heißt, er hat nicht so einen Wellengang. Aus den Wellen sind immer nur an Uferdeo. Okay. Ja, aber ich kann hier schwimmen. Das ist mein Schwimmen. Haben wir die Schwimmbeste für Anastasia dabei? Ja, die habe ich auch immer. Okay, mein Gott. Alles habe ich dabei. Ist alles dabei, Justus. Ja. Und weißt du, wenn ich da runterfalle? Wir versuchen jetzt nicht runterzufallen, wenn okay? Runter, ich hole dich dann wieder raus. Aber ich wäre dankbar, wenn ich dich nicht raushole. Salonika. Salonika. Ach, ist schon da? Ja, komm mal, die Schuhe. Ach, Schuhe müssen wir da reintun. Ja. Ja, bitte. Lisa. Jetzt, ich muss mich jetzt auf am Baby konzentrieren. Okay. Ja, einmal rum. Johann, kannst du meine Schuhe nehmen? Ja? Ja, der spürt ihn gleich. Ah! Okay. Bin ich nicht? So, dann hier. Und deine Schuhe weggebracht. Die werden jetzt weggeschmissen. Kann man das ja anziehen? Eine kleine Rettungsweste. Bitte mal die dieses Boot unter uns fällt mir zu. Das ist Rettungsboot. Komm schon, das ist der Mami Mappe. Nein, von da aus kannst du dann, wenn du Trips gebucht hast, an den Strand fahren. Ist
gefährlichste überstanden. Guck mal rüber. Was, es geht schon los? Wir sind ja schon losgefahren. Ja. Okay, dann kann ich mich jetzt auch mal kurz fahren an eine Spitze vom Bukit. Und da können wir dann schon den Sonnenuntergang schauen. Was ist das hier? So was haben wir noch nie vorher gemacht. Die anderen sind übrigens gerade vorne. Und wir sind jetzt hier hinten, weil vorne ist doch sehr sonnig. Bleiben wir noch ein bisschen hinten und genießen die Aussicht. Meine Tochter. So, wir sind schon auf dem Rückweg. Da hinten. Da ist Papi. Papi, dann ist das ja. Wir gucken. Wir haben noch nichts gegessen. Ja, eigentlich war das so eine Dinnerfahrt. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir was zu essen, wenn wir dann wieder am Strand angekommen sind. Guck mal, wer da gekommen ist. Clara, huhu, Clara, wir sind da raus. Guck mal, hier vorne. Johann auch. Oh, Mutter ist aus. Hörst du so, mein Gott, was passiert hier jetzt? Oh mein Gott. Doch, Dinner. Was ist Lila? Lichter? Stimmt. Oh ja. Oh, wir drehen, Justus, wir drehen wieder aufs offene Meer. Oh, wie aufregend. Oh, wird da jetzt versiegelt? Ach, wird wieder reingeholt, das Segel. Das war eben auf. Ich kann nicht gesehen. Ja, das war ja zitiert. Ja, Papi ist ja schon mal echt mit solchen Sachen gefahren. Ne? Ich ja noch nie. Für mich ist das ja das erste Mal. Ja,
gebaut habe. Schön? Ja. Vor allem, wenn ich dann auf einer Seite doch. Komm zu fassen, aber auf den Arm. So fliegende Fische gesehen, ne? Ist das? Ja. Bereit für das absolut krasseste Buffet heute, Seafood. Wir fangen erstmal langweilig an mit ein bisschen gebackenen Sachen. Dann geht es hier weiter mit Soßen. Meine Margarita-Pizza und Pizza sind hier so lecker, weil die kommen direkt aus dem Steinofen da. Also wirklich mega lecker. So lecker habe ich noch nie gegessen. Noch nicht mal bei einem richtigen Italiener. Achso, du brauchst noch jemanden. Okay, dann gehe ich schon mal weiter. Hier gibt es einmal eine Trüffelcremesuppe. Habe ich noch nicht probiert. Werde ich vielleicht gleich noch probieren. Dann haben wir hier Barbecue Pork Spa Ribs. Und jetzt geht's los mit Seafood. Das ist nicht mehr ganz voll. Ich finde die am leckersten. Die sind lecker, ne? Die sind zu milchig. Zu milchig? Ja, die sind so weich. Dann haben wir hier Fisch. Und noch mehr Seafood. Ganz viel Seafood. Genau. Da gibt es auch noch Steaks. Genau, die Station zeige ich auch noch. Hier gibt es einfach Austern, kann man sich selbst bedienen. Und das ist so eine Station, da gibt es ganz viele rohe Sachen, die kann man sich aussuchen. Und dann werden sie für einen gebraten. Dann haben wir hier Soßen, es gibt auch viele Soßen. Chili-Soßen, Knoblauch. Hier gibt es natürlich auch Brot, ne, Johann, für. Ja, für Brot. Brot, Leute. Ja, dann zeige ich jetzt mal hier. Und zwar gibt es hier Papaya-Salat, habe ich eben schon gegessen. Dann gibt es hier Pomelo-Salat, das ist wohl auch ja, traditionell. Mag ich nicht so gerne. Also Papaya-Salat ist besser, ne, Johann? Dann kann man sich hier mal selbst was zusammenstellen lassen. Hier gibt es so Nudeln dieses Mal. Die kann man sich zusammenstellen. Dann haben wir hier einfach Sushi. Ein viel Sashimi. Guck dir das mal an. Super frisch alles. Voll lecker. Fertiges Sushi. Was mich interessieren würde, ist das echtes Wasabi? Ach so. Das ist teure, meinst du? Genau. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch noch Edamame, hier gibt es Kimchi, hier gibt es Ingwer. Aber den Rotingwer, das ist der junge Ingwer. Der ist so ein bisschen süßlich, ja. Dann haben wir noch mehr Sushi, Sushi. Der schmeckt hier richtig gut. Davon nehme ich hier gleich auch nochmal. Okay, machen wir hier weiter, ja. Hier ist das die Fische, die Leichtfische. Das ist so lecker. Davon habe ich bestimmt schon 5 Teller gegessen. Das ist einfach eine Salmon Lachs Poke Bowl. Mega, oder? Hier gibt es noch so Pasta-Salat, also auch wieder europäisch angehaucht. Da kann man sich hier einen Salat zusammenstellen. Und dann gibt es hier noch fertige Gerichte, Pasta, richtig cremig. Gebratenen Reis gibt es hier jeden Tag. Also hier werden die Deutschen auf jeden Fall auch wirklich, wenn sie nur gebratenen Reis haben. Gemüse gebraten, gibt es hier. Geröstete Kartoffeln. Achso, und Nachtisch müssen wir noch zeigen, Johann. Genau, Nachtisch geht. Johann hat sich schon Nachtisch geholt. Nachtischstation ist da hinten. War das hier? War das lecker? Das war lecker. Das war lecker. Das ist ein, wie so ein Kräftchen, so Früchten drauf. Immer so ein Beispiel und dann wird das hier auch live gekocht. Schokoladenbrunnen? Schokoladenfondue. Oh, Schokoladenfondue. Kannst du einfach drunter reiten. Was sind das denn für riesige Trauben?
auch dann einfach reinhalten und sich selber machen. Und jetzt kommen wir noch zu diesem Dessert-Buffet. Hier gibt es alles Mögliche, diese Wassermelone, einfach so mega schön geschnitzt. Ach, die wollte ich mir mitnehmen, Johann. Gib mir mal einen Teller, bitte. Hier gibt es so leckere Windbeutel. Dankeschön. Davon brauche ich welche. Und das ist ja auch immer so schön dekoriert. Siehst du das mit diesen Blumen und alles? Finde ich total schön. Okay, komm. Mensch, Mensch. Da gibt es auch immer kleine Torten. Eis. Eis. Toppings. Aber ich weiß nicht, was das ist. Johann meinte, das... Das ist so Art, das hat die Konsistenz von Fleisch. Okay. Aber schmeckt nach Frucht. Schmeckt nach Frucht. Ja. Hier gibt's, mal eins probieren? Nee, ich will nicht. Melone. Melone habe ich mir eben schon genommen. Das ist auch immer so hübsch gemacht hier, weißt du? Das ist so schön. Das Auge isst hier immer mit. Nein. Ach, hier gibt's Trauben, Johann. Komm, wir nehmen die Trauben mit für Anastasia. Das ist sonst, das sind ja noch diese, wie nennt man das? Guave? Mischmasch zwischen Apfel und Birne. Genau, das ist eine Apfelbirne. So sieht es auch aus. Also gibt es hier noch mehr Früchte? Melone. Dragonfruit. Dragonfruit und zwei in Rot. Pomelo. Jetzt sind wir durch. Und da wird Essen geliefert. An die Zimmer, das hatten wir das letzte Mal. Oh, Johann nennt sich Pomelo noch. Okay. Also irgendwie haben wir jetzt noch kein Dinner bekommen auf dem Katamaran, aber dafür gibt es heute einfach ein Meeresfrüchte-Buffet mit dem Besten aus dem Meer. Verschiedene Garnelen, es gibt Austern, es gibt Papayasalat, es gibt Sushi, Sashimi in allen möglichen Varianten. Wir sind happy, oder? Hummer gibt es auch. Oh, hast du Hummer gesehen? Ja, muss ich gleich gucken. Okay. Lass uns jetzt lecker schmecken und verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.